Hallo Welt, da sind wir wieder. Wieder in unserem Bunker hier, Bunker. Wir haben gar nicht so viele Nektarteile jetzt hier rübergebracht. Also, wir sollten noch mal zur Blumenwiese auch rüber. Heute brauchen wir 3 Stück davon, dann könnten wir uns schon 2 von diesen Canteen-Teilen machen. Dry Hides. Na, Moment, hier sind die Tierteile drin. Goop haben wir 8 schon. Hides noch nicht so viele. Hier ist auch nichts drin. 8 Hides. Ja doch, da können wir uns 2 von diesen Teilen sogar machen. Was brauchen wir sonst noch dafür? 2 Fasern, also können wir 4 Fasern uns nehmen. Ja. Und ein bisschen Hide wieder zurückstecken, oder? 2. Ja, die Würmer, die kommen ja gar nicht hierher. Und die Tautropfenfänger, ja, die funktionieren auch nicht, wenn man sie neu aufbaut. Also man müsste sie immer wieder abreißen und wieder neu aufbauen. Dann funktionieren sie genau einmal und dann war's das. Das ist ein bisschen teuer. Wir gucken einmal, ob eine Pusteblume nachgewachsen ist. Wenn ja, dann hacken wir sie gleich ab, lassen sie aber liegen. Und wenn nicht, nehmen wir uns wenigstens Material rüber. Ja, sie ist nachgewachsen. Das ist das. Wir haben zu nah da dran gebaut und dann wächst sie also nicht nach. Das muss man ja erstmal wissen. Also abhacken, liegen lassen. So. Vielleicht haben wir ja an. Oh. Vielleicht haben wir ja an den anderen Pflanzen auch zu nah dran gebaut, dass die nicht nachwachsen, aber das glaube ich nicht. Es gibt auch diese Unkräuter, diese Pflanzen irgendwo an Stellen, an denen wir gar nicht gebaut haben und da wachsen sie auch nicht nach. Also, hier ein bisschen was bauen, einmal, und rüber zum Blumenbeet Nektar sammeln. Der ist, glaube ich, jeden Tag da, da könnte man also öfter sich mal blicken lassen, ja. Ja, das sieht doch gut aus hier. Essen, trinken und so weiter, das können wir alles drüben. Wir nehmen auch noch ein paar Sachen mit von hier, vielleicht sogar ein paar grüne Blätter. Dann könnten wir doch noch ein bisschen bauen da unten.
So ein paar grüne Blätter, so ein paar grüne Grasplanken. Das Zeug werden wir wohl nicht drüben brauchen, aber das können wir gleich hier im Lager lassen. Dass irgendwann mal ein Lager wird hier, hoffentlich. Ja, ein bisschen Nektar haben wir auch schon hier. Was können wir noch drüben gebrauchen? Na, egal was, das, was wir brauchen, werden wir wahrscheinlich dann wieder hier lassen. Also die trockenen Gräser hier, die brauchen wir auf jeden Fall da drüben. Die gibt es da nämlich nicht. Und diese Teile auch. Steine weiß ich jetzt immer noch nicht so genau. Vielleicht nehmen wir auch mal so ein paar Tierköpfe mit nach drüben. Obwohl, da können wir ja gar nichts mit anfangen da drüben. Ja, Essen wäre gut. Das bekommen wir nur an der Eiche. Lehm vielleicht. So, und der letzte, der geht wieder nicht. Ja. Aus irgendeinem Grund. Na, vielleicht haben wir auch das falsche Outfit an. 30 von 30 voll. Aber warum denn? Ich sehe hier 3 und dann sind es 2, 4, 6, 8, 10. Irgendwas liegt hier unsichtbar, glaube ich, drauf. Ja, das sind 30 hier. Aber das sieht mir doch so leer aus hier. Na, wir werden es schon irgendwann mal rausfinden, oder? Es wird hoffentlich weggepatcht. Gepatcht. Da werden wir ja nicht die einzigen sein, die das Problem haben damit. Oder wir müssen mal alles rausräumen. Aus unserem Inventar und rauspacken und dann gucken. Alles neu einsortieren wieder. Hungrig sind wir, aber hier müsste ja was sein. Oh, jo. Nur was machen wir hier? Ich würde ja ganz gerne ein paar Tage hier bleiben und dann bauen und dann die Taschen immer vollstopfen mit Zeug, aber... Aber was sollen wir hier unten in der Gegend machen? Jetzt haben wir schon wieder die Grasplanken vergessen. Ja, aber... Ja, okay. Der alte, der funktioniert nicht, aber der neue, der scheint ja hier ganz gut zu funktionieren. Der Tautropfenfänger, der neue. Oh, Moment. Hier ist ja alles voll. Na gut, dann stellen wir uns eben noch eine Kiste auf hier irgendwo daneben. Oh nein! Ach, ich vergaß. Jetzt ist es weg. Ja, das ist echt doof. Jetzt haben wir auch wahrscheinlich das Zeug nicht mehr hier, oder? Ja, doch. Moment, sollen wir das nicht gleich dann richtig sortieren hier?
Wird schwierig jetzt mit dem vollen Inventar. Also hier kommen nur die trockenen Teile rein, hier dann nachher Kleeblätter. Wir machen das doch noch ein bisschen anders. Die Sachen, die äußerst selten sind, die wir schwer nur hier rüberbringen, sowas wie diese Nussdinger hier, die kommen hier in den kleinen Korb erstmal. Was ist noch sehr selten? Ja, die Tierteile vielleicht. Spinnenweben, ja, damit ist der Korb dann aber doch schon wieder voll. So, das müssen wir doch erstmal voll bekommen hier. Für Pfeile lassen wir auch gleich hier das Zeug. Ja, und wie sieht's hier aus in der Gegend mit Steinen? Sind die hier wirklich rar gesät? Ja, sieht so aus. Ja, damit wär's das ja schon. Durstig sind wir. Ja. Na, den lassen wir mal dran hängen. Hydration is the key to performance. Und den Bauplan, wie viele haben wir, Raw Science? Ja, den Bauplan für den besseren Flachmann hier können wir uns vielleicht dann auch mal holen.
So, sammeln wir mal Nektar. Oder wir sollten abends immer hin. Abends Nektar sammeln. Dann können wir abends und morgens immer Nektar sammeln. Jo, das ist eine Idee. Dann bauen wir hier also unseren Abendschlafplatz hin, sozusagen. Somit hätten wir doppelt so viel in quasi der gleichen Zeit, oder? Naja, wir müssen schon immer rüberlaufen. Und wenn wir öfter rüberlaufen und jedes Mal Gras mitnehmen würden, dann könnten wir hier auch gleich einen Schlafplatz bauen, einen vernünftigen. Noch, das war's schon. Hätte ja sein können. Pilze könnten wir eigentlich hier lassen. Ach, wir bauen noch einen Korb hier hin. Drei Fasern brauchen wir und vier Kleeblätter. Eine Faser haben wir. Na gut, Fasern können wir ja bauen hier. Davon gibt es ja zum Glück genug hier. Ja, jetzt können wir doch hier dann die Tierteile reinschmeißen. Und die Leuchtedinger vielleicht. Na, haben wir keine Ameisenköpfe oder so etwas mitgebracht? Einen Pfeilkorb hätte ich dann auch ganz gerne noch. Wir machen weiter in der nächsten Folge und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!